Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dem heutigen Vortrag von Fasci Astro. Mein Name ist Gerhard Jaworek und heute gibt es ein bisschen einen anderen Vortrag, wie Sie es vielleicht sonst gewohnt sind. Heute geht es weniger um ein astronomisches Thema, sondern heute geht es um eine Perspektive, die Astronomie zu betrachten, nämlich die Perspektive eines blinden Menschen. Ich möchte euch und Ihnen heute einfach zeigen, wie ich als blinder Mensch die Astronomie wahrnehme, wie ich sie lebe, wie ich sie auch verteile und zeige. Und deswegen steigen wir jetzt da gleich mal ein. Also der Vortrag heißt ja Blind zu den Sternen. Ja, die Folie hier, ich arbeite am Karlsruher Institut für Technologie, am Studienzentrum für Sehgeschädigte. Das Studienzentrum für Sehgeschädigte unterstützt Blinde und Sehbehinderte im Studium. Wir setzen Literatur um, wir erzeugen taktile Grafiken und Modelle. Das wird sehr oft gebraucht, weil wir auch Studiengänge haben, die sehr technisch sind. Und wir entwickeln und forschen auch in diesem Bereich, wie man eben Technologie und Ähnliches für Menschen mit Blindheit oder Seheinschränkung zugänglich machen kann. Ich erwähne mein Studienzentrum auch immer deswegen, weil, wie wir nachher noch sehen werden, ich meine Modelle und meine taktilen Grafiken nicht hätte, wenn ich nicht hier arbeiten würde, wenn meine Leitung dieses Unterfangen mit meiner Astronomie nicht mittragen würde und wenn unsere Mitarbeiter, die vor allem im Drucklabor arbeiten, mich da nicht immer unterstützen würden und mir unter die Arme greifen. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle an meinen Arbeitgeber. Astronomie und blind, geht das? Oft wird die Astronomie immer damit verbunden, mit Sterne schauen. Und da kann man sich dann fragen, ja, warum machst du das? Du hast doch da überhaupt nichts davon. Wie willst du da mitreden? Aber wenn man sich mal betrachtet, was man noch so in der Astronomie betrachtet, zum Beispiel Fragen nach dem Anfang und dem Ende oder die ganzen nicht visuellen Aspekte, die es in der Astronomie gibt. Wir sehen ja nur 4%, was man theoretisch sehen könnte. Das andere ist dunkle Energie, dunkle Materie und sonstige Wellen oder sonstige schwarze Löcher oder irgendwelche anderen unsichtbare Dinge. Also da bleiben noch 96%. Das sollte für einen blinden Menschen reichen. Die Astronomie hat, wie wir nachher noch sehen werden, sehr viele musikalische Aspekte. Das ist natürlich für hörende Menschen, wie ich es einer bin, auch interessant. Ja, wie viele von Ihnen wissen, gibt es auch ganz schön viel Radioprogramm in der Astronomie. Sonnenwinde, Polarlichter, Magnetfelder, in denen sich irgendwelche Teilchen bewegen, Pulsare, verschmelzende schwarze Löcher. Das sind alles auch eher so Hördinge. Und Blinde sind traditionell auch oft am Funk interessiert und viele von uns sind auch Amateurfunker. Natürlich kann die Mathematik auch faszinieren. Also ich verstehe sie nicht so gut, aber auch. Und nicht zuletzt ist die Astronomie, deswegen ist sie auch so inklusiv, wie wir noch sehen werden, deswegen ist die Astronomie auch so ganzheitlich. Dann fange ich mal an mit einem Thema aus meinem Buch, wie ich zur Astronomie kam. Ich mag so 6 oder 7 Jahre alt gewesen sein. Da hatte ich mit meiner Oma einen Disput, meinen ersten naturwissenschaftlichen Disput. Meine Oma war eine super Oma, sehr streitbar, aber auch für alles offen. Und wir haben mal darüber gesprochen, dass ich dachte, wir müssten doch von der Erde herunterrutschen, wenn sie rund ist. Daraufhin sagte mir meine Oma, dass die Erde uns anzieht, also sie nannte es magnetisch anzieht. Das war mir immer unklar, das war mir immer unstimmig, denn ich dachte mir, ja, es werden doch nur Sachen aus Eisen angezogen. Reicht denn das Eisen unseres Blutes aus, um uns anzuziehen, magnetisch? Und somit, meine Oma konnte mir das nicht erklären, Gravitation Magnetismus. Aber ich dachte natürlich von meiner Super-Oma,
Die Antwort muss einfach stimmen und bin deshalb nie zu einem Lehrer mit dieser Frage gegangen. Ja, natürlich gehören zu so einem Hobby auch Schlüsselerlebnisse. Die hatte ich in meiner Schulzeit. Ich hatte eine anthroposophische Lehrerin, die mit uns Physik und Chemie unterrichtete, und die hat das ganz ganzheitlich gemacht. Die hat Biografien von Wissenschaftlern mit einfließen lassen, auch schon so musikalische Zusammenhänge aufgezeigt. Und eben da wurde schon klar, diese holistische, auch was sie in ihrem ganzen Unterricht hatte. Ja, und sie nahm mich auch auf Vorträge mit, weil sie merkte, dass ich für das sehr empfänglich war. Und ich unterstützte sie im Zugänglichmachen von verschiedenen Versuchen in der Chemie. Dann gehört ein weiteres Schlüsselerlebnis dazu, meine Mondgeschichte. 1992 hatte ich die Gelegenheit, mit Sehenden und anderen und auch teilweise blinden Menschen eine Sternwarte zu besuchen. Und wir schauten uns den Mond an. Ich dachte nicht im Traum daran, dass ich mit meinem Sehrest jemals etwas sehen könnte, und habe mich deshalb aber trotzdem dazu entschieden, mal durchs Teleskop zu schauen. Und dann ist es passiert. Plötzlich habe ich die Mondscheibe gesehen. Schwach zwar in meinen Augen, aber ich habe sie deutlich gesehen. Das haben wir dann auch mit dem Astronomen ausprobiert. Der hat das immer wieder verstellt, das Teleskop, und ich konnte immer sagen, wann der Mond zu sehen war und wann nicht. Schon wenige Wochen danach habe ich meinen Sehrest verloren. Insofern war dieses Fenster des Mondes für mich nur ganz kurz offen, aber deswegen bin ich nicht irgendwie betrübt, weil ich habe ihn ja gesehen. Einmal und nie wieder. Ganz eindrücklich ist mir auch die Sonnenfinsternis vom 11. August geblieben. Ich war in Karlsruhe und wollte sie mit verschiedenen Menschen im Schlosspark besichtigen oder halt wahrnehmen. Und ich musste mich natürlich im Vorfeld vorbereiten dafür. Damals hatte ich noch keine Modelle und nichts. Ich hatte nur ein paar Bücher als Hörbücher, zum Beispiel diejenigen vom leider verstorbenen mir, ein großer Begleiter und Vorbild, Professor Rudolf Kippenhahn. Da gibt es das Buch Schwarze Sonne, Roter Mond zum Beispiel. Und somit versuchte ich mir das vorzustellen, wie diese Sonnenfinsternis wohl ablaufen würde. Und so war ich dann im Schlosspark mit den Leuten und wir schauten. Der Himmel meinte es gut mit uns und hat uns dann doch noch vor der Totalität die Wolken weggeschoben. Und ich konnte ja das nicht sehen. Aber ich habe trotzdem eine Sonnenfinsternisbrille gehabt, weil ich dachte mir, wenn ich dann doch hineinschaue, vielleicht ist es doch nicht gut, auch für meine Augen. Dann hatte ich ein Lichtdetektor mit dabei. Das ist ein Gerät, was Blinde benutzen, um zu zeigen, ob es Licht gibt oder nicht in der Wohnung, zum Beispiel wenn sehende Besucher da waren und vor allem dann, wenn Kerzen an waren. Das Gerät piepst höher, wenn viel Licht ist, und niedriger, wenn wenig ist. Und dann habe ich das wirklich wahrnehmen können, als die Totalität kam, dass das Ding immer tiefer gepiepst hat, und bei der Totalität war es dann stumm. Es war zu schwach, um auf die Corona zu reagieren. Aber das war mein Zugang zur Sonnenfinsternis, und ich hatte auch ein Funkgerät mit dabei und bin mit anderen Leuten in Kontakt gewesen, die die Sonnenfinsternis von anderen Orten aus beobachtet hatten. Und somit war das inklusiv auch schon. Und denn die Beobachter der Sonnenfinsternis, die haben sich interessiert für mein Gerät. Ja. Wichtig sind natürlich auch Beschreibungen. 1986 habe ich in der Spektrum der Wissenschaft eine textuelle Beschreibung gefunden von der Voyager-Sonde. Das kann man auch in meinem Buch nachlesen. Und das war so toll beschrieben, als gäbe es da kein Foto. Die Grafiken in Kippenhahns Büchern sind übrigens auch so. Und von daher wusste ich dann ganz genau, das mit dem runden Spiegel und dann auch mit diesen Auslegern, die Sonde hat, was wo ist, was sich wo befindet. Und wir haben das mal probiert,
meine Beschreibung mit einem Bild aus dem Internet abzugleichen. Und da hat sich herausgestellt, dass gar keine wesentlichen Details fehlten, weil die Beschreibung eben so gut war. Und das hat mir eben auch wirklich gefallen. Und dann natürlich an so einer Mission ist auch interessant, die ganze Mathematik oder alleine, wie man die Daten komprimiert oder wie das passiert, dass man die Daten auf die Erde kriegt und solche Dinge. Oder dass die Sonde sich zu drehen beginnt, wenn sie das Videoband zurückspult und gegensteuern muss und solche Dinge. Also wer das mal interessiert, der kann sich das, dem rate ich wirklich, das mal zu lesen. Würde mich natürlich freuen, wenn man es in meinem Buch liest. Aber eben auch ein Zugang. Was ist das jetzt hier? Stimmt es noch mit den Folien? Hörbeispiele, oder? Oder was? Nee, Quatsch, wie heißt es? Aha. Ist da ein Soundbeispiel drauf? Jetzt spielt das nämlich gerade nicht ab. Genau. Das nächste war natürlich zum Beispiel Podcasts, wo man was hören kann. Angefangen hat ja alles mit Giotto, was Kometen angeht. 1986 zum Glück hatte ich da am nächsten Tag schulfrei und dann hat mein Vater mir erlaubt, bis in die Nacht am Fernseher zu sitzen und es mitzuverfolgen. Sehr, sehr spannend. Da habe ich überhaupt alles erstmal gelernt über Kometen. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass es einen Sonnenwind gibt und konnte mir das auch nicht vorstellen, wie das mit dem Schweifen ist und dass es zwei Schweife gibt. Einen aus Gas und einen aus Teilchen, das ist ja logisch. Und heute ist mir das natürlich alles klar, aber wenn mir das niemand erklärt, dann kann man das, dann konnte ich das natürlich nicht. Aber da war ich natürlich auch schon dann angefressen von dem Ganzen. Und wie so ein Komet klingt, das hören wir uns jetzt mal kurz an. So schwingt der. Das ist der Tschuri. Man hört förmlich, wie er sich erwärmt und aktiver wird. Na, geht doch weiter. Hier umblättern. Ja, interessanter Sound gibt es jetzt auch gleich auf die Ohren. Und den habe ich kennengelernt in dem Podcast von Raumzeit von Tim Pritlove, als es um die Cassini-Huygens-Mission ging. Dieser Huygens ist ja auf dem Saturnmond Titan gelandet und hat dabei einen Fahrtwind erzeugt, denn der hatte ein Mikrofon an Bord und die Atmosphäre des Titan ist sehr dick. Und das hat mich einfach, naja, total verschickt, weil man muss sich das überlegen, das ist ein Wind, das hört sich ähnlich an wie Segelflug. Und der Wind ist nur, ja, der ist halt 10-mal so weit weg wie die Erde von der Sonne und hat mich schon sehr beeindruckt. Und der Rest natürlich, der ganzen Mission natürlich auch. Ich habe die begleitet. 13 Jahre lang ist diese Mission gegangen und es war danach nur eine ganz kleine Antenne kaputt, die man gut ersetzen konnte. 13 Jahre lang. Also da kann man sich mal überlegen, wie lange unsere Handys halten. Und der Mond klingt so, dieser Fahrtwind. Ja, wer so weit weg ist, kann sich auch solche Sprünge im Klang leisten. Das nächste ist etwas Interessantes. Es gab immer wieder die Idee, schon seit Pythagoras, dass doch die Planetenbahnen klingen sollten, beziehungsweise in harmonischen Verhältnissen zueinander
stehen sollten. Johannes Kepler hat herausgefunden, dass es nicht so ist, dass die Planeten eben auf elliptischen Bahnen sind. Und hier nebenbei bemerkt, Johannes Kepler ist besonders eine inklusive Person. Johannes Kepler sah sehr schlecht. Man würde ihn aus heutiger Sicht als sehbehindert bezeichnen. Hätte Johannes Kepler seinen Beobachter Tycho Brahe nicht gehabt, dann hätte er mit seinen schlechten Augen niemals zu seinen bahnbrechenden Ergebnissen kommen können. Und von daher bin ich als Blinder schon ein bisschen stolz, dass wir ihn irgendwie in unserer Community haben. Ach, der Sound. Und genau, und seine Planetenbahn klingen so. Wir hören den Merkur. Sehr elliptisch, deswegen wird der Ton höher und tiefer. Jetzt die Venus dazu. Bahn ist fast kreisförmig, deswegen changiert der Ton nicht. Die Erde jetzt. Dieses Venus-Erde changiert immer zwischen Dur und Moll. Kepler hat es in seinem Buch das ewige Lied der Erde genannt. Das ewige Lied des Elends der Erde. Mars. Elliptisch hören wir nachher noch besser. Der große Sprung hin zum Jupiter. Jetzt gibt der Mars Gas. Saturn, ganz tief schon. Achten Sie mal drauf, wie hoch der Mars mittlerweile ist. Saturn ist nur noch ein Rhythmus. Ich denke, das reicht mal an dieser Stelle. Die anderen Planeten, die klingen so tief, die kriegt man auf manchen Lautsprechern oder Headsets gar nicht mehr mit. Ja, ein schönes anderes Instrument, akustisches Erlebnis, das sind natürlich auch Radiopulsare, wie die so durch Raum und Zeit ticken und tacken. Und die klingen dann, ich habe mal ein paar zusammenkopiert. Also die klicken ja pro Umdrehung einmal, weil sie dann und mit ihrer Radiokeule uns treffen. Und das kann ganz schön heftig und schnell sein. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da dreht sich was, was vielleicht 3,5 Sonnenmassen hat, ist nur wenige Kilometer im Durchmesser groß und es dreht sich so schnell, in wenigen Millisekunden eine Umdrehung. Also das kann man sich gar nicht so vorstellen, dass es irgendein Material gibt, das da nicht zerrissen wird. Also auch interessant. Soll ich mal kurz auf die Uhr schauen? Ich muss ein bisschen Gas geben, okay. Ja, ein weiterer Zugang, das sind natürlich Modelle. Man sieht hier zum Beispiel die ISS, da hat natürlich, naja, keine Werbung, aber
dieser eine Klemmbausteinehersteller was Schönes gemacht, was für mich als Blinder ganz sinnvoll, ganz nützlich ist. Oder eben auch die Apollo-Rakete gleichen Herstellers. Was halt hier schön ist an der Apollo, dass man sie aufmachen kann. Ich wusste vorher nicht, wie der Mondflug abläuft, diese Lunar Injection Serie, dass sich da das Servicemodul umdreht und quasi die Landefähre aufspießt, mehr oder weniger. Und sowas alles wusste ich nicht. Oder beim Zusammenbau, als sie seitlich noch offen war, da konnte ich auch sehen, dass zum Beispiel, ja. Gerhard, ist mit der Folie noch bei den Gravitationswellen? Ach so, die lasse ich jetzt mal aus. Ah ne, da klingen sie. So, stimmt, die habe ich übersehen. Aber macht nichts, ich bin eh ein bisschen in der Zeit. Also, wie gesagt, hier ist es so. Genau. Ich konnte, als die Rakete zusammengebaut wurde, das kann man natürlich als Blinder nicht ohne sehende Hilfe machen, weil das Handbuch kann man ja nicht lesen. Aber zum Beispiel, dass der Wasserstoff- und der Sauerstofftank unterschiedlich groß sind. Aber das ist ganz klar, wenn man sich überlegt, dass man um ein Mol Sauerstoff abzusättigen, braucht man 2 Mol Wasser, also braucht er mehr Platz. Also, aber das kann man hier hautnah erleben. Dann sieht man hier taktile Abbildungen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn man so Finsternisse nachvollziehen möchte oder eben auch mal die Sternbilder sehen möchte. Wir haben hier taktile Drucker und das ist mir eben eine große Hilfe. Und vor allem, wenn ich an Schulen gehe oder so, dann kann ich halt wunderbar für blinde und sehbehinderte Menschen, die können das abtasten und zum Beispiel auch gerade Kinder, die können eben über ihre visuelle Wahrnehmung hinausgehen und noch einen anderen Kanal, eben den Tastsinn, mit einsetzen. Und das ist ja immer dann viel einprägsamer, wenn man noch einen Sinn hat dazu. Dann, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ah ja, ganz toll ist natürlich die relativ neuen Möglichkeiten des 3D-Drucks. Und es gibt ja viele Bilder von der NASA, von Planeten, Stereobilder. Also zum Beispiel, als ich meinen ersten 3D-Mars in den Händen hielt, also da habe ich ein bisschen Pipi in die Augen bekommen, weil, naja, es ist halt ein anderer Planet. Einen taktilen Globus kannte ich mal von der Schule, aber mehr eben auch nicht. Und von da ist 3D-Druck enorm hilfreich. Ich glaube, das ist auch noch 3D, oder? Genau, da sind auch noch weitere Bilder. Aber wie gesagt, das öffnet uns ein ganz anderes Tor zur Welt. Dann, ja, hier mal einige Highlights aufgelistet. Also, wo ich überall so missionieren gehe, um es mal so zu sagen. Sogar auch im Lockdown. Es gibt auch Leute, die mir schon taktile Geschenke machen. Ich habe viele Autorenlesungen oder war auch schon in etlichen Podcasts drin. Durfte jetzt einen Vortrag über schwarze Löcher halten bei dem Blindenverband. Daraus ist eine 11-teilige Serie auf meinem Blog, zu dem wir nachher noch kommen, entstanden. Ich hatte zum Beispiel auch, ich habe immer wieder mal Sendungen im Radio und Fernsehen. Aktuell war jetzt auch in der Corona-Zeit ein Beitrag in volle Kanne, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ja, was auch schön ist, dass mich Schulen anfragen, die inklusiv im Physikunterricht Astronomie machen wollen und eine blinde Person drin haben, dann kommen die zu mir und fragen mich an, ob ich denn helfen könnte, wie das zugänglich gemacht werden könnte. Und auch sonst, ob Frauenfrühstück, Osterfrühstück für Frauen, wo ich dann einfach mal Ostern erklärt habe, wie das berechnet wird und ähnliches. Viele Brennpunktschulen, die ich besuche, jetzt natürlich eher nicht so in Corona, aber man kann mich also buchen und ich habe alle möglichen, also schon über 150 Vorträge und Workshops gemacht. So, und jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache über all das, was ich heute nur aphoristisch hier angerissen habe. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, über meine Freizeiten, wie inklusiv Astronomie ist.
Und dass ich eben der Meinung bin, nicht jeder Zugang zu Astronomie ist für jeden Menschen gut. Aber ich bin davon überzeugt, dass es einen für jeden Menschen gibt. Das ist eben meine Mission auch, die Inklusion am Himmel. Und das Buch heißt Blind zu den Sternen. Das sehen Sie hier auf der Folie alles. Es gibt es hoffentlich noch. Ich weiß es nicht, ob noch welche da sind. Aber Sie können es ja versuchen. Ja, das zweite große, was ich führe, ich habe einen Blog, der mittlerweile ja durch den Adventskalender, der momentan läuft, um die 170 Artikel schon hat. Und also in dem Blog kann man sich vertiefen. Da erkläre ich auch ganz viele Themen, aktuelle Themen, Astronomie-Themen, aber eben auch so grundsätzliche Fragen wie, wie funktioniert was im Weltall? Und da, der Blog ist eben auch Wissenschaft und Technik blind erleben. Also wer sich da mal für einen Perspektivwechsel interessiert, was mich sehr freuen würde, ich will ja den Sehenden nichts nehmen, aber ich kann den Sehenden was geben, nämlich zu ihrem visuellen Eindruck eben noch andere Beiträge, wie man sie heute gesehen hat. Und das kann man auf meinem Blog machen, dem kann man auch folgen. Und ja, das war es dann langsam auch schon mit meiner Präsentation. Ich denke, ich bin einigermaßen in der Zeit geblieben. Das ist immer ein bisschen schwer abschätzbar, vor allem online. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen vermitteln, dass eben Astronomie auch gemeinsam mit Sehenden, auch ich gehe auch mit auf Sternwarten und bin genauso aufgeregt, wenn ein Foto gemacht werden soll, was schwierig ist, dann bin ich auch aufgeregt und denke, hat es geklappt, hat es geklappt. Und ich konnte auch schon manchem Sehenden helfen, nachts zum Beispiel was zu finden, was festzuschrauben oder irgendwas. Wenn nämlich jemand sein Teleskop nicht dunkel bedienen kann, das wissen viele von Ihnen, dann ist die Adaption kaputt und dann kann man wieder eine Dreiviertelstunde warten, bis es wieder ordentlich funktioniert. Und da ist es dann manchmal auch ganz nett, wenn ich als Blinder dabei bin und unterstützen kann. Ja, wie gesagt, für Fragen, und dazu kommen wir ja noch, bin ich gerne bereit. Und wir haben jetzt, bevor wir aber zu den Fragen kommen, möchte ich Ihnen einen spannenden Vortrag ankündigen, nämlich den von nächstem Donnerstag. Da wird es gehen um Ideen, wie Galaxien entstehen könnten. Das ist nämlich noch gar nicht so ganz ausgemacht, wie. Referentin wird sein Frau Dr. Rebecca Biri. Und also ich bin schon sehr gespannt auf den Vortrag. Und jetzt wird hier aus dem Off mir der Chat vorgelesen und ich werde versuchen, auf Ihre Fragen zu antworten. Okay, ich versuche das hier auch mal so ein bisschen zu sortieren. Fangen wir vielleicht mal an mit, kennen Sie noch andere blinde Hobbyastronomen in Deutschland? Dazu gehört auch so ein bisschen was, wie gehen generell Blinde mit dem Thema Astronomie um? Also sprich, ist das ein Thema, was die blinde Bevölkerung eher weniger interessiert oder doch sehr interessiert? Und gibt es da Themen, für die man sich dann besonders interessiert? Leider gehen noch viel zu wenige Blinde mit Astronomie um, weil viele einfach auch so das Vorurteil haben, ach, das ist ja visuell und interessiert mich nicht. Aber wenn ich dann meinen Vortrag halte, dann merke ich, das Interesse ist grundsätzlich da. Und das Fatale ist halt, dass zum Beispiel an der Blindenschule bei uns wurde sehr wenig in Astronomie gemacht oder das Thema Optik wurde komplett ausgespart, weil wir das ja nicht sehen können. Es geht ja um Licht. Aber Astronomie ist wirklich interessant und vor allem vor dem Hintergrund, wenn ich zum Beispiel bei ProRetina, das ist eine Gruppe, die wo Leute erblinden werden aufgrund ihrer Erkrankung, da hatte ich auch schon welche drin, die früher ein Teleskop hatten und die das nicht mehr benutzen konnten und die dann nach dem Vortrag zu mir kommen, mir die Hand geben und sagen, es geht ja doch. Und das ist dann ein Moment, da braucht man nichts drauf sagen. Und es gibt sogar Berufsastronomen, ich habe welche bei der Internationalen Astronomischen Union kennengelernt, die sind, als sie schon Astronomen waren, erblindet an irgendwelchen Krankheiten. Die sind einfach dabei geblieben. Die haben dann einfach umgeschwenkt auf Radioastronomie und hören sich einfach die Daten an und phonifizieren die. Das ist eben auch sowas,
bei Astronomie ist so inklusiv, dass man im Beruf bleiben kann. Wer kann das von seinem Beruf sagen, dass er ihn blind weiter ausüben könnte? Ja. Ja, dann haben wir hier die Frage nach der Keplerschen Sphärenharmonie, die wir ja nun auch sozusagen gehört haben. Da geht es ein bisschen tiefer, nämlich nach der Frage, ja, was du dabei empfindest, wenn man das so hört. Also wie wirkt das auf dich? Ich empfinde genau das, was es ist, nämlich die Ellipsen. Ich habe es ja auch ein bisschen dabei gesprochen. Durch die Tonhöhenänderung kann man hören, zum einen, dass der Planet eben schneller ist und eben auch wieder langsamer wird. Man hört genau den Unterschied zwischen den Ellipsen, welche die eher kreisförmig sind. Also man erlebt das Sonnensystem akustisch tatsächlich. Man erlebt den Sprung zum Beispiel über den Asteroidengürtel, über die Schneegrenze hinweg, dann zum Saturn, zum Jupiter. Und solche Dinge kann man eben erleben. Und man erlebt auch, dass die letzten drei Planeten nur noch Rhythmen sind. Das ist aber auch kein Wunder, weil bis nach Saturn war zu Keplers Zeit noch nichts bekannt. Und deswegen hat er die Töne auf eine normale Pianotastatur verteilt. Dann haben wir hier eine Frage, die geht sozusagen mit Bewegung auch weiter, nämlich ob hörbare Geschwindigkeiten von Sternen innerhalb eines Sternbildes eine Idee für einen akustischen Zugang wären, wo man zum Beispiel darstellen könnte, wie Sterne sich entfernen oder ob welche in unsere Richtung kommen. Ja, das muss man halt sehr, sehr stark zeitraffen, ne? Also wenn man das stark zeitraffen würde, dann würden die Sterne sich genauso so verhalten wie ein Insektenschwarm, ne? Und durcheinander wäre. Wenn man das ganz stark, das gilt oft bei Sonnifikation, das muss man oft ganz stark zeitraffen, in Keplers Bahnen ja auch. Und von daher wäre es wahrscheinlich schon interessant, hat meines Wissens noch niemand gemacht, aber ja. Und den Doppler-Effekt, den hören wir ja jeden Tag, wenn Krankenwagen und Polizei vorbeifahren. Ja, dann haben wir hier eine Frage, die ist im Prinzip sogar zweimal gestellt worden. Also das scheint wichtig zu sein, nämlich wie du dir die Milchstraße vorstellst. Also was für ein geistiges Bild du von der Milchstraße hast oder ob es da auch ein Modell gibt, also ein taktiles Modell, das dir hilft, die Milchstraße zu verstehen. Also ich habe ein taktiles Modell, wo man in der Tat auch diese Spiralen und diese Scheibe fühlen kann, auch den Bulge in der Mitte kann man fühlen. Und das ist natürlich sehr nebulös alles, aber also die Unterschiede sind sehr schwach auf dieser taktilen Grafik. Oft muss man Dinge überzeichnen, damit Blinde sie überhaupt fühlen kann. Zum Beispiel, wenn man eine Mondkarte hat, dann würde man eigentlich gar nichts fühlen, höchstens leicht marmoriert. Also da muss man überzeichnen. Aber die Galaxie kann ich fühlen insofern, diese Spiralstruktur, und dadurch, dass diese taktile Grafik so ein bisschen nebulös auch ist, ähnelt sie ja ein Sehen, das sieht sie auch nicht anders. Ja, dann haben wir hier die Frage, ob maßstabsgetreue Planetenwege für dich nützlich wären oder also ob man dadurch zum Beispiel Abstände greifbar machen kann. Ich liebe Planetenwege. Und ich finde auch interessant, diese Abstände und die Größe der Planeten. Ich meine, das weiß man, das geht ja meistens los mit einem 1,40 Meter großen Sonne auf einer Wiese, ne? Und dann kommt irgendwie ein paar Schritte schon der Merkur als Erbse so. Und also ich find's eine ganz, ganz tolle Idee. Ich bin auch schon mit Leuten wie Planetenwege gegangen und habe dann neben den Tafeln Fragen beantwortet und was erzählt dazu. Also das ist auch sehr inklusiv. Ja, dann haben wir hier eine, ich nenne das mal so ein bisschen ungewöhnliche Frage, nämlich es ist ja durchaus bekannt, dass wenn einem ein Sinnesorgan verloren geht, dass sozusagen die anderen Sinne geschärft werden. Ich habe gehört, dass es Menschen geben soll, die Magnetfelder, das Magnetfeld der Erde spüren können, ähnlich wie Vögel. Ist sowas tatsächlich möglich? Also ich würde mal sagen, bei der Mensch, und dann sind wir ja schon fast auch bei den Wünschelroutengängern und so. Also ich glaube, dass diese Eigenschaft, dass ich würde das ins Bereich der Schwurbler tun, das ist mir doch sehr, sehr esoterisch. Wäre natürlich lustig. Gut, es gibt Leute, die bauen sich Magnetchen in den Finger und dann ist es wohl möglich.
Aber ich will nicht behaupten, dass es keine Menschen gibt davor. Also ich kenne keine und ich kann es nicht. Und ich will es auch hier nochmal ganz klar sagen. Blinde haben keinen sechsten Sinn. Und Blinde haben auch keine besseren Ohren, sozusagen als Ersatz, als Gottesersatz für das nicht vorhandene Augenlicht. Es ist tatsächlich nicht mehr und nicht weniger. Wir haben nur mehr Übung. Ja, dann haben wir hier die Frage, wie du dir Spektren mit Farben vorstellst. Ja, das ist eine interessante Frage, denn Farben gibt es ja so in meinem Leben eigentlich nicht. Ich assoziiere natürlich Farben, weil ich ja lerne, welche Farbe was hat. Und somit kann ich mit den Sehenden, für mich ist Gras auch grün und so weiter und so fort, ne? Das kann ich assoziieren. Aber die Spektrum stelle ich mir schon so vor, als das, was sie sind, nämlich so ein Kamm. Und ich hatte mal eine Beschreibung, meine Lehrerin, die ich vorher erwähnt habe, die hat mal einen Regenbogen beschrieben, auch so richtig musikalisch auch beschrieben. Und also, das kann ich mir gar nicht im Detail vorstellen, aber beim Regenbogen ist es so, war es zumindest auch da so, die hat den so schön beschrieben, dass ich teilhaben konnte, weil sie es mir direkt in die Seele gesprochen hat. Und das ist oft genug. Ganz generell in eine ähnliche Richtung geht die Frage, ob allgemein auch Farben in Töne übersetzt werden können, mit denen man zum Beispiel dann halt eben Farben von Sternen oder anderen Himmelsobjekten vermitteln könnte. Ja klar, sicher. Man kann eigentlich alle Daten, die irgendwelche Werte haben, kann man sich, wenn man es sich geschickt vorstellt, in Töne übersetzen. Vor allem dann, wenn man bedenkt, dass der Mensch locker über 16 Oktaven hinweg hören kann, aber unsere Augen eigentlich nur über eine Oktave sehen kann. Hier kam jetzt auch noch mal als Nachfrage halt zu dem Thema verschiedene Sinne, ob man das Gehör trainieren kann. Ja klar, es ist alles trainierbar und zwar sogar bis ins hohe Alter. Jemand, der viel Musik hört, klar, der wird das Gehör trainieren. Zum Beispiel die Anlage, ein musikalisches Gehör auszubilden, dass man die Töne hören kann, das weiß man heute wissenschaftlich, mit der kommt man fast auf die Welt. Dann haben wir hier noch die Frage, ob du mit Sternhimmel-Apps für Smartphone einen Zugang zum realen Nachthimmel bekommen kannst. Es gibt eine Sternenhimmel-App, die heißt Universe to Go. Da muss ich jetzt hier mal kurz Werbung machen. Den Entwickler davon habe ich kennengelernt auf einem Vortrag in Hannover. Der war in meinem Vortrag. Und dann kam er zu mir und fragte mich, ja, meinst du, man könnte sowas für Blinde zugänglich machen? Die meisten anderen oder alle anderen sind nicht zugänglich für uns Blinde. Und dann habe ich gesagt, nein, ich glaube nicht, dass das geht. Also machen wir es. Und wir haben uns dran gesetzt und es ist mittlerweile wirklich möglich. Ich kann als Blinder mit Universe to Go am Himmel ein Objekt suchen. Das sagt mir dann rauf, runter, links, rechts. Und ich kann das anpeilen. Ich kann mich auch drehen unter dem Sternenhimmel. Und somit kann ich mir schon ein Bild machen und habe auch mittlerweile ein Gefühl dafür, was zu was in Relation steht. Aber was ich mache in meiner Vorstellung, habe ich natürlich auch die Kuppel über mir. Ich sehe nicht die Sternbilder, weil das ist mir nicht so wichtig. Für mich ist jedes Sternbild oder jedes Himmelsobjekt ein Lämpchen. Also ich reduziere das. Ja, dann haben wir hier noch die passende Abschlussfrage, nämlich ob es neben dem Buch, das du schon geschrieben hast, in Zukunft noch weitere geben wird. Ich kann das hier schon mal spoilern. Ja, es ist eins in Arbeit. Ja, hervorragend. Ganz vielen Dank, Gerhard. Und dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die hier zugehört und auf ihre Art und Weise auch zugesehen haben.